Erstmal hallo an euch alle da draußen, ich bin Robert. Und ich ringe nach Atem, weil es geht hier gerade steil bergauf. Ja, heute mal wieder aus der Natur. Und zwar bin ich eigentlich unterwegs, um ein paar schöne Fotografien, Detailaufnahmen von den Taschenmesser zu machen, die ich euch vorstellen will. Und dann habe ich mir aber gedacht, wenn nicht viel los ist, schaue ich mal, ob man bei der richtigen Location jetzt vielleicht auch noch ein paar bewegte Bilder, also sprich das komplette Review miteinander machen können. Das Taschenmesser Schloss Burg von Böker ist ja nach einem Pattern von 1906 gebaut. Der Bezug zur Burg oder zur Festung ist ja, dass der Namensgeber Schloss Burg oberhalb von der Böker Manufaktur eine der größten Burgen, glaube ich, Deutschlands ist. Ich verlinke euch die Homepage, da könnt ihr euch informieren. Die wurde 1133 gebaut und seit einigen Jahren sind umfassende Renovierungsmaßnahmen nötig. Und dabei wurde natürlich auch viel altes Holz, Stützpfeiler, Dachbalken, was auch immer, ausgetauscht und sollte eigentlich im Müll landen. Und Böker hat sich gedacht, das wäre ja eigentlich Sünd und Schad. Mit dieser Eiche könnte man doch noch was machen. Schließlich ist die Asbach uralt, hat sehr viel erlebt. Und dann kamen sie auf die Idee, für diese Schlossburgmodelle eben die Griffschale aus dieser alten historischen Eichehölzer zu bauen. Meiner Meinung nach eine ganz wunderbare Idee und für mich war das einfach denn der Bezug zu sagen, ich mache die Detailaufnahme ebenfalls auf einer alten Burg, wenn es auch nur eine Ruine ist, aber ich denke, das tut dem ganzen Flair keinen Abbruch.
Wasser. Es sind jetzt nur wenige Leute hier auf der Ruine. Das ist ganz toll, weil dann können wir uns jetzt in Ruhe die Messer anschauen. Auch wenn die Sonne jetzt relativ grell ist und harte Schatten wirft. Aber für November ist das doch wirklich ein Traum, oder? Ihr könnt mir mal in die Kommentare tackern, was ihr davon haltet, so ein Messervorstellung an einer geschichtsträchtigen Location durchzuführen. Plus, bevor man loslegt, ich bin schon seit einiger Zeit unterwegs und ich bin schon weit übers Mittagessen drüber. Und während ich jetzt noch alles aufbaue, setze ich mir schon mal ein paar Würstchen auf. Gekauft haben wir die Messer bei der Altonaer Silberwerkstatt. Und so wie wir es gewohnt sind, bekommt ja jeder Kunde bei der Maxi noch einen persönlichen Gruß. Ist eine sehr, sehr nette Geste. Überhaupt, wie die Altonaer Silberwerkstatt eigentlich immer mit dem super Service glänzt. Ich verlinke euch auch Maxis Shop, falls ihr ihn noch nicht kennt. Ist also immer wirklich ein Besuch wert. Und der Service ist wirklich klasse. Die geben sich wirklich Mühe und sind immer für den Kunde da. Ganz, ganz toll. Und so kommen die Schlossburgmesser dann zum Kunde an. Wir haben hier den Böckerkarton. Finde ich, obwohl er recht einfach ist, eine sehr edle Anmutung. Ist also von Böcker Manufaktur dieses Messer hergestellt. Und hier noch der Warnaufkleber, dass es sich um eine Kohlestoffklinge handelt, die eben nicht rostfrei ist. Innen drin haben wir ein bisschen Paperwork. Einfach nochmal auf Englisch und auf Deutsch so ein Grußwort. Danke für Ihr Vertrauen und Unterstützung mit der Adresse und eben mit Pflegehinweise und Garantiehinweise. Und dann haben wir hier noch das Zertifikat. Hier haben wir jetzt die Nummer 176 von 1133. Also die 1133 ist in Anlehnung des Baubeginns oder vielmehr der Fertigstellung von Schloss Burg. Und diese Jahreszahl dient eben als limitierte Auflage. Mein Messer hat die Nummer 176 und das von meinem Freund 177. Wir haben hier ein Klingestahl O1 mit 60 bis 61 Rockwellhärte. Wir haben Hohlschliff, wir haben Stonewash mit Säureätzung. Das Griffmaterial ist Schloss Burg Eiche und schauen wir uns das Ganze aber mal in Natura an. Zusätzlich bekommt man noch hier so ein Kunstfasersäckchen mit, dass wenn man das Messer in die Hosentasche steckt und mit sich trägt, dass es ein bisschen geschützt ist. Und hier haben wir das Prachtexemplar. Ist also ein wunderschönes Taschenmesser. Von der Griffform erinnert es mich so ein bisschen an die Otter-Ankermesser. Nach vorne hin verjüngt sich der Griff, nach hinten geht er ein bisschen breiter auseinander, allerdings nicht so stark ausgeprägt wie bei der Otter. Hier seht ihr das Böcker-Logo. Das Messer ist also von Hand gefertigt. Wir haben hier oben die Neusilberbacken. Und die sind ganz fein verschliffen, also der Achspin kann man so gut wie nicht erkennen. Wir haben einen Backlog-Folder, der 42A-konform ist, denn man kann die Klinge nur mit zwei Händen öffnen. Es ist auch ein Nagelhau da. Sie hat einen Hohlschliff. Wie vorher gerade erfahren, haben wir eine Härte von 60, 61 Rockwell. Hier vorne hat sie noch eine leichte Swatch, ist auf 8,1 cm scharf und zum Schutz von diesem roschenden Ureinstahl ist sie nicht nur mit einem Stonewash-Finish, sondern eben auch mit einem Säure-Finish versehen, was einen sehr, sehr alten Effekt hervorbringt. Ist also wirklich
schön. Auch der Kontrast, ich versuche es nachher mit einer Fotografie einzublenden, Edelstahl, Eiche, Messing, ist also wirklich sehr, sehr toll. Die Federhärte ist recht moderat, es lässt sich also ganz einfach schließen und öffnen. Bei meinem Exemplar ist sie ein bisschen schwächer wie jetzt hier bei meinem Freund, aber da die Klinge im Backlog sicher verriegelt, spielt es absolut eine untergeordnete Rolle. Links haben wir jetzt mein Exemplar, die Nummer 176, und rechts das von meinem Freund mit der Nummer 177. Und wenn ihr mal darauf achtet, die Holzmaserung verläuft zwar gleich, bei meinem Modell ist es am unteren Ende aber etwas dunkler. Bei seinem sind hier oben so ein bisschen Marmorierungen im Holz. Und auf der Rückseite ist es so, dass ich das hellere Exemplar habe und er die etwas dunklere Version. Die Messer haben eine Gesamtlänge von 19,8 cm, die Klingenstärke beträgt 2,5 cm und es hat ein Gewicht von 85 Gramm. Ist also sehr, sehr angenehm zu tragen. Die Messer werden von Hand bei Böcker in der Manufaktur gebaut und da bleibt es nicht aus, dass Unterschiede zu sehen sind. Bei meinem Freund ist die Ausfräsung fürs Böcker-Logo nicht ganz 100% gelungen. Da ist am oberen Rand so ein bisschen die Holzfasern, sieht man noch. Aber ich denke, das wird sich im Laufe der Zeit abgreifen, wenn man das Messer benutzt. Das hier ist noch relativ jungfräulich. Sein Böckerbaum, das Logo, hat eine kleine Schräglage nach rechts, ebenso wie meins auch. Auch nicht tragisch, aber da war wahrscheinlich Zeitdruck geschuldet, keine Ahnung. Sie lässt sich sehr, sehr schön öffnen und schließen. Ist also wirklich ein ganz reibungsloser Lauf. Was ich bei meinem Messer habe, ist, dass ich Klingenspiel habe. Also einmal rechts, links und von oben nach unten. Jetzt ist es ja bei den Backlog-Messer, zumindest bei denen, die ich kenne, immer so, dass wenn man hier gegen die Feder nach oben drückt, etwas Spiel hat. Es ist auf alle Fälle so gering, dass man es beim normalen Arbeiten nicht feststellt. Ich merke es also nur, wenn ich jetzt wirklich extrem dran wackle. Vorher habe ich schon erwähnt, meine Feder ist etwas schwächer wie die von der Nummer 177, aber beide Messer laufen einwandfrei, butterweich und verriegeln auch sicher. Was ich bei meinem ein bisschen habe, ist, dass der Lock ein kleines bisschen sticky ist, aber ich schätze, das wird sich im Laufe der Zeit auch noch einlaufen. Was man auch noch negativ erwähnen kann, ist, dass die Messer out of the box relativ unscharf sind. Hallo! Und es war also nicht möglich, ein Blatt Papier damit zu durchtrennen, ist aber insofern egal, da der O1-Stahl sich ja wunderbar nachschärfen lässt. Und ich habe es mal wieder gleich zum Anlass genommen, mir eine spiegelpolierte Phase anzulegen. Wobei ich noch nicht ganz zufrieden bin. Ich denke, bei dem Stahl kriege ich es noch ein bisschen schöner hin. Aber es ist jetzt auf alle Fälle rasiermesserscharf. Und was ich bis jetzt festgestellt habe, die letzten 4 Wochen hält sie die Kante recht gut. Und dann einfach übers Leder ziehen und man kann sich wieder rasieren mit dem Teil. Ist also wirklich einwandfrei. Und was aber auch schön ist, ist, dass die Messer einen absolut zivilen Touch haben. Das ist jetzt wieder so eine Kategorie Messer, wie jetzt das Lagiol oder ein Perceval 08, das man im Restaurant auspacken kann, das man zum Essen benutzen kann und das keinerlei Ängste bei den Mitmenschen hervorruft. Ja, Fazit. Ein sehr schönes Taschenmesser, dessen Kauf ich auch nicht bereue. Aber ganz klar muss man sagen, wenn ich jetzt hier diese deutsche Handarbeit mit dem Rabaka vergleiche, das ich neulich vorgestellt habe, das ja 40 Euro teurer war, aber dann muss man sagen, ist Rabaka handwerklich besser gefertigt. Nichtsdestotrotz, mir gefällt das Messer, mir gefällt die Geschichte, die Idee hinter dran.
mit den Eichenholzbohlen aus der Schlossburg. Ist alles eine ganz feine Sache. Und gerade für mich jetzt als Oldtimer, als Western-Fan, ist so ein altes Pattern natürlich ein absolutes Träumchen. Der Klingenstand ist in Ordnung. Die mäßige Schärfe war jetzt nicht wirklich schlimm. Aber das sind halt eigentlich alles Sachen, die nicht unbedingt sein müssten. Was es auch noch zu erwähnen gibt, ist, dass wenn man die Klingenspitze des Messers anschaut, dann hat man bei beide das Gefühl, dass die Spitze ein bisschen nach links steht. Das liegt am das Wedge. Die ist irgendwie ein bisschen einseitig geschliffen. Fällt eigentlich wirklich nur auf, wenn man jetzt so ganz genau über die Klinge schaut. Und das ist so minimal, dass es sich mit dem Foto eigentlich fast nicht einfangen lässt. Also von daher gesehen, auch damit kann ich leben. Was habt denn ihr für klassische Folder noch im Repertoire? Ich habe sie relativ lang aus den Augen verloren. Ich weiß gar nicht, ob ich das bei der Einleitung schon erwähnt habe. Ich habe mich ein bisschen von dem Hype, der momentan auf YouTube mit der klassischen Folder herrscht, anstecken lassen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe die Klassiker lange nicht mehr auf dem Schirm gehabt und bin jetzt momentan so richtig angefixt. Ja, würde mich freuen, wenn euch würde mich freuen, wenn ihr einen Kommentar da lassen würde. Auch würde es mich interessieren, was haltet ihr jetzt von so einer Vorstellung an einer Outdoor-Location, an einem ja, geschichtsträchtigen Ort, der ein bisschen eine Verbindung hat. Ich fürchte, dass es natürlich die Aufnahmen nicht ganz so präzise geworden sind wie zu Hause. Aber ich denke, ein Versuch war es allemal wert. Sagt mir einfach eure Meinung, tackert es unter rein. Gerne könnt ihr mir auch eine VA machen und euer klassisches Taschenmesser zeigen. Wäre bestimmt auch für die anderen Teile der Community interessant. Bis es soweit ist, sage ich jetzt auf alle Fälle mal vielen, vielen Dank für euer Interesse. Schön, dass ihr dabei wart. Ganz, ganz wichtig, denkt dran, ab morgen wird alles besser. Macht's gut. Ciao.